nicht mehr Stand des Geschmacks. Da fällt mir nur ein, weg, alles weg. Was soll man hier noch sagen? Neu, alles neu. Was ein schönes Wetter. So, guten Morgen, Freunde. Da sind wir, hier im schönen Monheim im Rheinland. Da drüben, da fließt der Rhein. Und hier hinter mir ist ein Haus von 1975. Das wird jetzt top energetisch ausgestattet von der Firma Bausatz.co oder so rum. Bausatz.co. Wie ihr wollt, das ist natürlich Geschmackssache. Hier hinter mir sind die Kollegen schon schwer am Ackern. Die haben also schon angefangen vor 2 Tagen, aber keine Sorge, wir haben nichts verpasst. Ihr könnt den ganzen Bau begleiten auf Facebook oder wo auch immer ihr dieses Video hier seht. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns mal im Haus ein bisschen um. Da ist nämlich schon der Kollege Uli. Ach so, ein Wort noch zum Kollegen Uli. Der Uli ist seines Zeichens Redakteur von verschiedenen Fachzeitschriften zum Thema Handwerk und überdies ein super Handwerker. Ja, das heißt also jemand, der es nicht nur hier hat, sondern auch hier. Und genau so jemand braucht man für ein Projekt. Wir gehen jetzt mal den Uli besuchen. Komm, wir gehen rein. Uli! Ja, Uli ist oben. Schaut euch mal hier die Treppe an. Hier wird schon schwer gearbeitet. Wie gesagt, normalerweise muss man auf solchen Baustellen natürlich Bauschutzkleidung tragen. Brauche ich aber nicht, weil ich nur den Uli besuche. Also, Uli, hallo! Grüß dich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Uli, ich habe es euch schon erklärt, seit 3 Tagen dasselbe Hemd an. Hallo Uli. Was hat sich geändert seit dem letzten Film? Ich habe einen Helm auf. Noch eine Frage an unsere Zuschauer, ganz kurz. Wie wird die Sanitärfarbe genannt, die ihr gerade seht? Er hat gerade einen Nagel im Schuh, der Kameramann, aber ist egal, er macht einfach weiter. So ist das bei Bausatz. So, guckt euch das an, ein Arbeitstier. Staubig, ohne Ende hier der Mann. Ja. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt beim Sex mit eurer Frau, was ist denn, wenn der Nachbar das hört? Also er macht alles, vor allem Hardcore, wie ihr eben gehört habt. So, was machen wir? Wir gehen nochmal gleich runter, schauen uns da ein bisschen nochmal um, wie es da in der Zeit gediegen ist. Vermutlich ist nicht so viel passiert. Ja, ist manchmal nichts passiert. Gut, dann können wir uns das auch sparen. Ist auch egal.